Und der nächste Redner ist jetzt Dominik Reisinger. Er ist von der SPÖ Oberösterreich. Kollegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hause vor dem Fernseher. Das Thema Rechtsextremismus oder Extremismus ist in Österreich gerade auch durch die verheerende Terrortat in Wien wieder in den Fokus gerückt. Aber auch wenn wir es vorher nicht so vor Augen hatten, eines muss uns klar sein, Extremismus hat es in den unterschiedlichsten Ausprägungen und unterschiedlichsten zeitlichen Abfolgen immer gegeben. Dauerhaft ausrotten wird man extremistische Ansätze auch nicht können. Deshalb stellt sich für uns die Frage, wie begegnen wir ihnen und was tun wir dagegen? Wir als Zivilgesellschaft, aber natürlich auch die österreichische Exekutive und Justiz. Ein wichtiger Schlüssel zur Verhinderung von Extremismus ist zweifellos Prävention. Dazu braucht es eine unmissverständliche und klare Haltung unserer Gesellschaft zum einen und Aufklärung und Information zum anderen. Allen muss klar sein, wir wollen und dulden das nicht, weder von rechts noch von links und auch nicht, wenn ihm irgendein radikaler Glaube vorgeschoben wird. Sehr vorsichtig positiv, darf man das vorgestellte Terrorpaket der Regierung bewerten, weil es sich jetzt anscheinend doch nicht oder gegen alle Facetten des Extremismus richtet und nicht nur gegen den politischen Islam, denn sonst würden Sie, Herr Minister, wieder Probleme mit unserer Verfassung bekommen. Ganz wichtig ist uns auch, und darüber sind wir froh, dass dieses Gesetz auch in Begutachtung gehen wird. Als SPÖ wollen wir betonen, dass wir uns alle gemeinsam nicht einschüchtern lassen, aber auch keine Freiheitsrechte der Bürgerinnen und Bürger durch überzogene Maßnahmen gefährden. Klar ist auch, Prävention braucht Ressourcen, finanzielle wie personelle. Und was wir noch brauchen, sind funktionierende Geheimdienste, eine lückenlose und schnelle Kommunikation und die beste Zusammenarbeit auf allen Ebenen der Polizei und Justiz. Und hier, Herr Minister, kann ich Ihnen leider kein sehr gutes Zeugnis ausstellen, denn gerade der letzte so tragische Terrorakt hat gezeigt, dass es eine ganze Reihe von Pannen im österreichischen Sicherheitssystem vor dieser Tat gab. Und dafür sind Sie und Ihre ÖVP-Vorgänger im Innenressort leider auch mitverantwortlich. Wir kennen die politische Einflussnahme der ÖVP auf vielen Ebenen und vielen Bereichen, aber gerade im Polizei- und Geheimdienstapparat, und den kenne ich sehr gut, haben sie jahrelang Parteigünstlinge untergebracht und zu wenig Wert auf Objektivität, Qualität und Unabhängigkeit gesetzt. Und wie sie vorhin erwähnt hat, ich rede hier nicht von jenen Kolleginnen und Kollegen, die auf der Straße stehen, ich rede von Ihnen und der Chefetage, die Weisungen und Anordnungen erteilen. Armselig, wirklich armselig ist dann auch noch, wenn Sie diese Verantwortung bis dato in Abrede stellen und die Schuld auch noch bei anderen suchen, in diesem Fall bei der Frau Justizministerin. Wir brauchen also einen klaren Systemwechsel für unsere Sicherheit, eine Reformoffensive mit garantierter ÖVP-Unabhängigkeit und vor allem die Einbindungen des Parlaments. Bedanken möchte ich mich natürlich auch bei allen Kolleginnen und Kollegen, die an diesem so tragischen Tag im Einsatz waren. Sie haben Unglaubliches geleistet und ohne Rücksicht auf die eigene Gesundheit waren sie für uns im Einsatz. Und eines noch, Herr Minister, was ich Ihnen heute noch mitgeben möchte, ein wichtiges Thema, das gerade in den letzten Tagen wieder so tragisch aufgebrochen ist. Es leben, Sie wissen es, noch immer tausende Flüchtlinge auf den griechischen Inseln, darunter viele Kinder und Jugendliche, in überfüllten Lagern unter menschenverachtenden Bedingungen. Sie leben im Dreck, sie leben in der Kälte, in Nässe und werden, wie wir aus den Medien wissen, von Ratten angenagt. Das ist, auf den Punkt gebracht, beschämend.
Herr Kollege, Ihre Redezeit ist aus. Bitte den Schlusssatz. Es ist zutiefst scheinheilig, wenn die ÖVP zu einem vorweihnachtlichen Gebetsevent im Parlament lädt, gleichzeitig aber die gepredigte Menschen- oder Nächstenliebe und Menschlichkeit vermissen lässt. Und leider schmücken sich auch die Grünen bei diesem Thema nicht. Schauen wir also bitte nicht länger zu. Holen wir die Kinder aus dieser Hölle. Herr Minister, werden Sie aktiv. Und eines noch, bitte hören Sie auf, mit Ihrer Sprache dieses Thema ständig zu militarisieren. Herr Kollege, bitte, die Redezeit ist aus. In diesen Camps herrscht kein Kriegszustand, sondern Menschenleid. Bitte, es braucht eine sachliche und objektive Rhetorik. Zeichnen Sie die richtigen Bilder in den Köpfen der Menschen, ohne sie zu verängstigen oder ohne sie zu verstören. Danke. Extremismus gäbe es in unterschiedlichen Ausprägungen schon sehr lange. Die wichtige Frage sei, wie begegnet man Extremismen und was können man tun, um ihre Verbreitung zu verhindern, sagt Dominik Reisinger von der SPÖ Oberösterreich. Er weist auch auf die aktuellen Zustände in den Flüchtlingslagern in Griechenland hin.